In dieser Klasse werden wir einige Funktionen der Navigationsleiste und des ViewCube oder Visualization Cube lernen, um die Modelle im Inventor-Grafischen Bereich anzuzeigen. Beginnen wir mit dem Öffnen der Datei, die in der Klasse verfügbar ist, die ein rohe Zange ist. Auf der rechten Seite des Grafikbereichs befindet sich die Navigationsleiste. Dieser erste Befehl werden wir weiter in einer bestimmten Klasse studieren. Wir haben auf Bahn geklickt und jetzt einfach mit der linken Maustaste auf den Bildschirm klicken, halten Sie den Klick und ziehen Sie die Maus wie gewünscht, indem Sie das Stück bewegen. Für den Zoom haben wir mehrere Optionen, auf die Sie zugreifen können, indem Sie auf diesen Pfeil klicken. Mit der Option Zoom klicken Sie einfach auf den Bildschirm. Halten Sie den Klick gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben oder unten, um die Näherung des Stückes zu verringern bzw. zu erhöhen. Alle vergrößern Rahmen für das gesamte Modell auf dem Bildschirm. Zoomfenster ermöglicht es Ihnen, ein Fenster um die Elemente zu zeichnen, die wir nähern möchten. Wenn Sie ein Element auswählen und auf ausgewählt zoomen klicken, wird dies auf dem Bildschirm angenähert. Klicken Sie auf freie Orbit, wir haben eine Symbologie auf dem Bildschirm und wir können klicken, halten Sie den Klick und ziehen Sie die Maus. Um die Vorschau des Modells zu drehen, beachten Sie. Um den Befehl zu beenden, geben wir ESC ein. Eine andere Möglichkeit, das Modell auf dem Bildschirm zu drehen, besteht darin, die Umschalttaste gedrückt zu halten, mit der mittleren Maustaste auf den Bildschirm zu klicken, den Mausklick zu halten und den Cursor zu ziehen, zu beobachten. Mit Blick auf klicken wir auf eine Fläche des Modells und die Ansicht wird auf dem Bildschirm eingestellt. Beachten Sie. Durch Klicken auf diesen Pfeil können wir weitere Anzeigeoptionen aufrufen. Betrachten wir nun den Visualisierungswürfel, mit dem Sie das Modell aus verschiedenen Winkeln betrachten und den dreidimensionalen Raum mit größerer Präzision in den Bewegungen navigieren können. Beachten Sie, dass, wenn wir mit der Maus über den Würfel bewegen, die Positionen hervorgehoben werden und wenn wir klicken, wird das Modell an die gewählte Position angepasst, um zur ursprünglichen Vorschau des Modells zurückzukehren. Klicken Sie einfach auf die angezeigte Option oder drücken Sie die Taste F6. Beachten Sie, dass wir auf die Kanten, Flächen und Eckpunkte des Würfels klicken können und dass das Modell mit jedem Klick auf dem Bildschirm verschoben wird, wobei es sich an die angeforderte Ansicht anpasst. Beachten Sie, dass beim Klicken auf ein Gesicht neue Pfeile um den Würfel erscheinen und auf einen von Ihnen klicken, ändern wir die Ansicht. Wenn wir auf die geneigten Pfeile klicken, drehen wir nur die aktuelle Ansicht. Wir haben in dieser Klasse einige Funktionen der Navigationsleiste und der ViewCube oder VisualizationCube gesehen, um die Modelle im Inventor grafischen Bereich anzuzeigen.